Unser berühmter Architekt, wie geht es dir? Gehen wir in das schweizerische Teil. Guten Tag, liebe Freunde. Mein Name ist Valentina. Ich bin der Stadtführer in Grodno. Und wir sind jetzt in Grodno. Ich werde Ihnen unsere Stadt zeigen und über die Geschichte der Stadt erzählen. Wir fangen an vom Bahnhof Grodno, wohin wir gekommen sind. Und vom Bahnhof gehen wir in die Stadtmitte spazieren. Zuerst gehen wir in die Stadt des 18. Jahrhunderts, obwohl die Stadt Grodno eine sehr alte Stadt ist. Und die erste Erwähnung über die Stadt stammt aus dem Jahre 1128. Dort steht die Festung, wo die Stadt Grodno gegründet war. Und diese Festung werden wir auch mit Ihnen später sehen und besuchen. Und jetzt in die Stadt des 18. Jahrhunderts. So, liebe Freunde, wir sind jetzt in der Stadt von Antoni Tiesenghaus, in der Stadt aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Antoni Tiesenghaus war der Bürgermeister der Stadt zu den damaligen Zeiten. Und er wollte, dass sich die Stadt Grodno als industrielles und kulturelles Zentrum entwickelt. Zu diesem Zwecke hat er nach Grodno sehr viele ausländische Fachleute eingeladen, die hier verschiedene Manufakturen eröffnet haben. Für diese Fachleute hat Antoni Tiesenghaus 20 Wohnhäuser gebaut. Vor so einem Wohnhaus stehen wir mit Ihnen heutzutage. Hier sehen Sie, wie das Haus aussieht. Die Wand, die zur Straße geht, ist aus Steinen gemacht und verputzt. Die inneren Wände rechts und links und Hinterwand im Hof sind aus Holz gebaut. Dieses Haus ist erhalten geblieben und heutzutage befindet sich hier das Museum Garadnice, wo man über das Leben der Fachleute, ausländischer Fachleute aus der damaligen Zeit in Grodno hier erzählen. Das ist einer der Architekten, die die Stadt Grodno, dieser Teil der Stadt Grodno im 18. Jahrhundert bebaut hatten. Das ist der italienische Architekt Giuseppe de Sacco. Während der Zeiten von Antoni Tiesenghaus hat er in Grodno vieles gebaut. Einer der Häuser, die zu unseren Zeiten erhalten geblieben ist, steht hinter dem Denkmal. Das ist das Wohnhaus von Giuseppe de Sacco. Hier wohnte er und hier fanden die Sitzungen der Maurerloge statt, weil Giuseppe de Sacco sowie Antoni Tiesenghaus sowie die anderen berühmten Persönlichkeiten der Stadt Grodno die Mitglieder von Maurerloge waren. Nun, unser berühmter Architekt, wie geht es dir? Hast du heute viele Besucher gehabt? Ja, ich sehe, es waren viele. Die haben dir die Hand gestrichen, die Knie gestrichen, die Nase auf. Das heißt, sie kommen wieder in die Stadt Grodno. Das ist einen besonderen Weintrauben der Stadt Grodno.
Er hat so schöne Farbe und dieser Weintrauben wächst an der Grodner Universität. Das Gebäude gehört zur Grodner Universität. Früher, zu den sowjetischen Zeiten, war das die pädagogische Hochschule, aber gebaut war das Gebäude und gleich auch erschien der Weintrauben am Anfang des 20. Jahrhunderts, war ein Gymnasium für die Mädchen aus den adeligen Familien. Seit dieser Zeit wächst hier dieser Weintrauben und hat so schöne Farben im Herbst. Liebe Freunde, wir befinden uns neben der orthodoxen Kathedrale der Stadt Grodno, die Kathedrale für Fürbitte des Gottesmutter. Diese Kathedrale ist das Zentrum der orthodoxen Gemeinde in der Stadt Grodno. Die Kathedrale war im Jahre 1908 gebaut, zu Ehren der Soldaten und Offiziere der russischen Armee, die im russisch-japanischen Krieg 1905 gefallen sind. Die Kathedrale ist ein neuer architektonisches Denkmal, aber sehr schön und gebaut im sogenannten pseudorussischen Stil, sehr reich geschmückt, die Fenster, die Eingangstüre mit Facetten, gefärbt in die traditionelle Farben der russisch-orthodoxen Kirchen, rot und weiß. Das ist unser berühmter Park. Der Park hat seine Geschichte. Gegründet war dieser Park als botanischer Garten in der Mitte des 18. Jahrhunderts, auch während der Zeiten von Antoni Tisingaus. Er hat den berühmten französischen Gelehrten Emmanuel Gilbert eingeladen und hier war der botanische Garten gegründet. Aber ab Ende des 18. Jahrhunderts musste Emmanuel Gilbert die Stadt Grodno verlassen und der botanische Garten verwandelte sich in einen Park. Also dieser Park existiert seit Ende des 18. Jahrhunderts. Das ist ein Lieblingserholungsplatz der Einwohner der Stadt Grodno. Der Park liegt im Zentrum der Stadt, ist kompakt und die Hauptsache, es gibt hier sehr viele schöne Ecken, schöne Bäume, auch einige Stellen, wo sich mit den Kindern die Leute erholen können, wo man schön spazieren gehen kann. Hier gibt es einen Nebenfluss von Memel und am Ufer des Flusses ist der sogenannte Schweizerische Teil eingerichtet. Das ist auch Lieblingserholungsstelle der Einwohner der Stadt Grodno. Und so war dieser Ufer eingerichtet während der Zeiten von Antoni Tisingaus. Unsere örtlichen Behörden haben das schon wieder aufgebaut und heutzutage kommen sehr oft die Leute hier spazieren zu gehen. Wir gehen durch den Park spazieren und am Rand des Parks sehen Sie eine ganz schöne Kirche, deutsche Kirche oder die evangelisch-lutherische Kirche des heiligen Johannes. Die Kirche ist im Stil Neogotik gebaut und gebaut war die Kirche im Jahre 1837. Wir haben auch Lenin in Grodno. Vor uns ist Leninplatz mit dem Lenin-Denkmal. Es muss sein, es ist Geschichte. Und von hier, von diesem Platz, fängt die Fußgängerstraße. Dorthin gehen wir etwas später und sehen die schöne Stadt Grodno. In Grodno am Platz von Antoni Tisingaus, neben der Bank der Architekten. Die Architekten haben in Grodno viel gebaut.
praktisch alle Gebäude hier an diesem Platz haben die berühmten Architekten gebaut. Das war der deutsche Architekt Mösel, der italienische Architekt Giuseppe De Sacco und viele andere Architekten haben hier in Grodno in der Mitte des 18. Jahrhunderts gearbeitet und gebaut. Oh, ich sehe, der schöne Platz, der Bebauungsplatz von Grodno aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Wunderbar, wunderbar. Krieges von 1941 bis 1943 jüdisches Ghetto. Und in diesem Ghetto während 3 Jahren sind 29.000 Juden ums Leben gekommen. Das waren hauptsächlich Kinder, alte Leute, auch Frauen. Nach dem Krieg sind in Grodno nur 200 Juden geblieben. Insgesamt waren Grodno zwei jüdische Ghetto. Eine Zentrale war hier, die andere war im anderen Quartal der Stadt. Dieses kleine Denkmal symbolisiert den zentralen Eingang zum jüdischen Ghetto. Park Kaloža, ein junger Park der Stadt Grodno, gegründet 1978 zu Ehren des 850. Jubiläums der Stadt Grodno. Ein schöner Park, ruhig, man kann hier schön spazieren gehen und im Herbst kann man den schönen Laub genießen, der verschiedene Farben hat. Wir genießen das auch. Wie Sie sehen, kann man hier viele Blätter finden. Und in diesem Park steht die älteste orthodoxe Kirche der Stadt Grodno, die Kaloža-Kirche, die Kirche aus dem 12. Jahrhundert. Und zu dieser Kirche gehen wir jetzt. Die schöne Kirche der Heiligen Boris und Gleb. Schauen Sie, wie ungewöhnlich die Ziegelsteine der Kirche sind. Das sind keine gewöhnlichen Ziegelsteine. Sie sind dünner als unsere heutigen, aber sie sind sehr fest. Sie waren per Hand gemacht und an jedem Ziegelstein kann man den Stempel vom Meister finden, der den Ziegelstein gefertigt hat. Wir sind jetzt in der Kirche der Heiligen Boris und Gleb. Schauen Sie nach links. Ungewöhnlich sieht die innere Wand der Kirche aus. In der inneren Wand sehen Sie solche runde Löcher. Das sind die Töpfe ohne
Boden, die waren speziell in die Wände, in die Pfeiler, in den Dach einmontiert, damit man die Akustik in der Kirche perfekt zu machen. Und es war es auch perfekt, man konnte ganz leise in der Ecke sprechen und man hörte überall sehr gut in der Kirche. Von hier ist sehr schönes Panorama der alten Stadt Grodno. Einerseits rechts ist unser Hauptfluss Niemann und am Ufer des Flusses geradeaus sehen Sie das alte Schloss. Das alte Schloss, das ist das Schloss von dem König Stefan Batory, dem ersten König von Reich Pospolita. König Stefan Batory kam nach Grodno und baute hier die alte Festung um, weil gerade hier an dieser Hügel war die Stadt Grodno gegründet und das war im Jahre 1128. Befindet sich das Feuerwehrturm der Stadt Grodno, gebaut 1885 nach dem letzten großen Feuer. Aber beginnend vom 12. Jahrhundert war immer an dieser Stelle ein Feuerwehrturm gebaut. Heutzutage ist es ein Museum. Es gibt in Grodno aber eine sehr schöne Tradition. Jeden Tag um 12 Uhr auf den Balkon des Feuerwehrturms kommt ein Musikant in der alten Bekleidung des Feuerwehrmannes und spielt Trompete, irgendwelche schöne belarussische Melodie. Und beim schönen Wetter, besonders am Wochenende, kann man hier sehr, sehr viele Leute sehen, die diese Musik hören kommen. Hinter dem Denkmal in der Weite noch ein interessantes und sehr wichtiges Gebäude für die Stadt Grodno. Das ist unsere Grodnoer Choralsynagoge. Die Synagoge, die größte gültige Synagoge heutzutage in Weißrussland. Das Gebäude war Ende des 19. Jahrhunderts gebaut, im postmodernen Stil. Aber beginnend vom 17. Jahrhundert war hier an dieser Stelle immer die zentrale Synagoge der Stadt Grodno gebaut. Die Synagoge ist gültig, die Gemeinde, jüdische Gemeinde in Grodno existiert und ist sehr aktiv. Sie haben ein Museum, sie haben eine schöne Halle in der Synagoge, sie haben die kleine Halle für alltägliche Gottesdienste und sie sind sehr, sehr aktiv im Leben der Stadt Grodno. Меня зовут Игорь Лапеха, я автор вот этого макета. На его изготовление ушло 12 лет. Это не только вот такая ручная работа, это очень большая исследовательская работа, потому что очень колоссальная часть времени была посвящена именно исследованиям гродненской архитектуры. На восток улица Карла Маркса, на запад Замковая, на юг Мостовая. А мы сейчас находимся здесь. Ну как, сориентировались? Man kann nicht sagen, dass man Grodno besucht hat, ohne diese schöne Kathedrale zu sehen. Das ist die Kathedrale von Jesuiten, gebaut
war während der Zeiten von Stefan Batory, dem ersten König von Rechtspospolita. Das war ganz am Ende des 16. und in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Stefan Batory hat Jesuiten nach Grodno eingeladen, hat den besten Platz gegeben und Jesuiten haben hier seine Kathedrale gebaut. Außerdem haben sie mit der Kathedrale das ganze Komplex gebaut. Dieser Komplex befindet sich rechts und links von der Kathedrale. Die Kathedrale war zu Ehren von Francis Xavier eingeweiht. Und die Kathedrale ist im Barockstil gebaut, aber da die Kathedrale im Laufe von 80 Jahren gebaut war, kann man besonders im Innern einige Merkmale der Gotikstil sehen. Sehr schön geschmückt, schöner Altar, alles aus Holz geschnitten. Das haben die Meister, 15 Meister im Laufe von 17 Jahren speziell für diese Kathedrale geschnitten. Sieht sehr schön aus und war nie geschlossen, waren immer Gottesdienste abgehalten. Und heutzutage ist es auch immer voll von Gläubigen, voll von Leuten. Hier gibt es auch ein Organ. Orgelmusik kann man hier während jeden Gottesdienst hören und die Leute besuchen es gerne. So, liebe Gäste, es war ganz kurze Übersicht über unsere Stadt Grodno. Kommen Sie zu uns. Hier gibt es viel zu sehen, hier gibt es was zu erzählen und ich werde das für Sie mit großem Vergnügen machen. Ich lade Sie gerne ein, unsere Stadt zu besuchen und danke für Ihr Interesse und Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Treffen.